Willkommen zurück, Freunde, bei Let's Play Banished. So, letztes Mal, also wir sind, wie gesagt, immer noch sehr stark am Zugucken einfach nur, was jetzt hier langsam mal passiert. Ah, Hühnerpopulation geht echt krass hoch, okay. Ziemlich schnell. Unsere Lager platzen fast. Dann würde ich doch glatt sagen, bauen wir nochmal ein neues. Hier irgendwo nochmal. Ja, hier haben wir nochmal Platz. Bauen wir hier noch ein Lager hin. Ja, wir brauchen noch einen Bob, den Bilder, ne? Ja. So. Aber ich will gerade keine Nomaden. Deny. Ich könnte sie zwar gerade gut gebrauchen, aber ich möchte sie nicht. Ich brauche intelligente Menschen. Dafür überhaupt alle reingehen. So, wir haben 58, 68, 75 Leute. Alles klar, alle sind in einer Church. Das ist so gut. So soll das auch sein. Ich hätte es nur ungern gesehen, wenn da ein paar Leute von uns irgendwie woanders wären. Machen wir hier unten nochmal ein paar Häuser hin. Zwei Stück an der Zahl. Damit die sich da niederlassen können hier unten. Aber da wir ja momentan eh auch nur zwei Handlanger haben. Handlanger, genau, Laborer sind Handlanger. Dann haben wir das auch endlich geklärt. Das halt nicht so schnell. Aber es dürfte jetzt langsam kommen. Na? Kann ich aus allem Aluhol machen, außer aus Fleisch. Das ist eben das, was uns gerade fehlt. Oh, wir haben noch ziemlich viele Leute da. Packen wir sie mal alle auf der Farm jetzt langsam. Damit die Leute ihr Pensum hier mal erfüllen können. Obwohl, komm, ziehen wir mal einen ab und tu nur einen Herdsman dazu. Ich hoffe, der geht zu den Kühen. Natürlich tut er das nicht. Wahrscheinlich, na, Schafe, ne? Ja, war klar. Jut, 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 jut. Mit dem Lager 16%. Ja, es geht alles eigentlich ganz gut. Und die kommen mal dazu, das komplette Feld abzuräumen. Das ist doch auch klasse. Wow, der erste Stonecutter wahrscheinlich, der an Altersschwäche gestorben ist. Party! Na?
Komm, der nächste Schwung Studenten müsste langsam mal fertig sein. Mäh. Mäh. Habe ich eigentlich Platz gelassen? Nein, ne? Das wäre auch zu schön. Gucken, kommt man hier noch irgendwie... Nein. Kann ich hier einen Tunnel durchbauen? Na, wahrscheinlich eher nicht. Schade, das hinter hätte ich noch bebauen können wahrscheinlich, oder? Gucken wir einfach mal. Ja, Tatsache. Gucken, da muss irgendwie einen Weg rüber geben. Ansonsten Tunnel? Kann ich nicht. So wird's gehen. Dann machen wir's so. So. Brauchen nur Steine für den Tunnel. Ich weiß, es ist ein bisschen affig. Aber so können wir das hier hinter auch noch bebauen. Vielleicht setzen wir hier noch eine zweite Mine hin. Irgendwann. Gucken, ob das noch klappt hier. Wir haben ja hier... Was war das hier, ne? Ja. Hey, das würde sogar gehen hier. Eine Mine. Ah, ein Tradesman. So, Pfeffer. Haben wir. Haben wir Peach. Peach sind, so, nochmal Peach. Pfirsiche? Peach? Keine Ahnung. Aber wir können hier auch Chestnut handeln. Was ist denn Cabbage? Keine Ahnung. Aber wir werden jetzt alles handeln, was wir haben. Wir brauchen 5000. Mal gucken, ob wir die 5000 zusammenkriegen. Locker. Und wir können uns sogar noch die Peach Seeds dazu holen. Könnten wir alles anpflanzen. Ah, dann sind wir da alle angekommen. Hier nochmal 200. Dann eben noch die Herbs. No, genau dafür fehlt uns noch was. Na, dann müssen wir ja nur wieder auf... ...die 5000 kommen. So, Chestnut, Peach oder Cabbage weg. Komm. Hey, ja, mal Chestnut weg, Trade. Sind die Bestände auch wieder, endlich wieder mal leer. Cabbage können wir hier anpflanzen und Peach da, ja. Bräuchten wir noch mehr Farmer bald. Dafür müssen wir die Population erhöhen, damit wir mehr Fressen kriegen. Das heißt, wir müssen auch jetzt neue Wege langsam mal erschließen. Jetzt ist nur die Frage, wohin wir die erschließen. Wir haben ja relativ viele Möglichkeiten. Ah, planen wir jetzt mal. Oh, das war der falsche Knopf. Hier die Map. So, hier hätten wir theoretisch am meisten Platz. Hier. So, halt mitten in der Pampa. Weiß jetzt nicht, ob wir dafür jetzt noch eine neue Region hier eröffnen sollten. Könnten natürlich auch hier im Norden erstmal was besiedeln. Oder hier unten eben weitermachen. Das würde natürlich auch gehen. Wie wir das Ganze jetzt anstellen, ist natürlich unsere Sache. Weiß ich gar nicht. Können wir hier auch einen Tunnel drumherum bauen? Dass wir hier so rum können. Guck,
Gucken wir uns das mal an hier. Wege, Tunnel. Ja, wir können nicht drum rum, wir könnten nur durchbauen. Und so gerade durch wäre von hier aus. Okay. Und außenrum ist auch wieder so eine Sache. Oder wir machen es echt einfach so. Dann müssen wir halt da von der anderen Seite bauen. Das geht ja auch. Wir haben es doch momentan noch. Ja, machen wir es einfach so. Sieht doch ganz gut aus. Ah, Stonecutter sterben. Jetzt sterben gerade wieder die Leute weg. Na, das Erschließen von neuen Orten ist doch schon mal was. Aber mir kommt das gerade so vor, als ob wir echt da Probleme hätten, das Essen oben wieder nach oben zu bringen. Essen die Leute jetzt etwa schon mehr, als wir produzieren? Nee. Na, wir produzieren doch schon noch viel mehr, als wir brauchen. Müsste ja jetzt aktualisiert sein, oder? Noch nicht? Okay. Low on Stone, ja, das habe ich mir gedacht. Stonecutter sterben auch wie die Fliegen. Aber im nächsten Wurf. Studenten haben wir es ja wieder. Wow, wir haben es endlich geschafft. Und Tatsache, nur Beef und Leder. Aber hey. Immerhin schon mal was. Ja, ja, Lord Stone, ich weiß, ich weiß. Was ich aber gerade nicht verstehe, weil hier müsste ja langsam ein Stein, Tatsache. So, wir haben wieder genügend Labora. Und wenn das so weitergeht, brauchen wir bald eine zweite Schule. Ich glaube, die kann nur 20 fassen. Aber haben echt eine hohe Population. Sind jetzt schon bei über 80 Leuten. Ne? Ja, bei 82. Respekt, Respekt, Freunde, Respekt. Wir haben es echt gut geschafft hier. Werden die jetzt mit 18 eigentlich dann fertig? Wahrscheinlich, ne? Werden wir sehen, wenn die hier älter ist, oder die. Das werden wir dann sehen. Aber wir hätten dann jetzt auch eine hohe Produktion an Leder endlich. Also eine gute Produktion. Na, crushed by a rock. Ja, ja, da soll mal einer sein, das wäre ungefährlich da drin. Das hart, dass hier die scheinen viel schneller hier beim Aufbauen zu sein als die. Und die sind noch schneller als die.
Okay, das ist hardcore. Hier sind drei und sind nicht mal ansatzweise so weit. Drei, zwei, drei. Zwei, einer. Ist echt nur einer? Hm. Auf jeden Fall seltsam. Auf jeden Fall. Was könnten wir denn hier machen? Wir könnten eigentlich noch ein paar Bäume bauen, ne? Wir haben ja noch eine... Oh, was hast du denn dabei? Squash? Squash? Squash Seeds? Was auch immer das ist. Also das können wir doch bestimmt hier mit Venison abbezahlen. Trade that shit. Oh, Squash. Was ist dann hierbei? Echt 14 Farmer. Und nicht einer will das hier bestellen. Ah. Guck mal, was werfen wir denn so in mir ab jetzt? Echt? Eigentlich so wenig, nur. Hm. Das geht. Okay. Ah, die Gräber gehen auch von alleine wieder weg. Alles klar. Was wirft man so in mir ab? 1500? Das geht dann so schnell weg? Bis er nichts mehr abkriegt? Oh, die nächste Fuhre ist da. Machen wir erstmal hier die Herdsmen wieder. So klar, keiner will sich um die Kühe kümmern. Ob es noch Schweine gibt? Ein bisschen Pork oder so? Pork. Ja, auf jeden Fall haben wir gute Students dabei. Ja, Tatsache, mit 18 geht's dann bei denen los. Eine ganz alleine. Wie das wohl für die ist? Oh, hier stirbt jetzt wieder ein Farmer. Warten wir lieber ab. Wir könnten ja ihr zum letzten Gang mal hinterher wursteln. Bis sie dann stirbt. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann für die aussieht. Ist sie dann einfach weg? Oder wie sieht das aus? Die macht ja echt gar nichts mehr. Die pimmelt nur noch rum. Ist auf jeden Fall interessant.
so, das ist. Ach, das ist ja die Farmerin. Na gut, haben wir genügend hier gehört. Oh. Das war jetzt echt ein Wurf an Studenten. Na, noch den letzten Herdsman mit dahin. Herbs haben wir genug. Steine haben wir auch genug. Kohleeisen haben wir auch genug. Ja, dann bleiben echt nur noch die Farmer übrig. Sie dann jetzt auch mal das hier bestellen, alles klar. Dann hätten wir hier noch eine relativ große Fläche. Und wir könnten noch mal ein Haus gebrauchen. Also hier der Gegenfront. Da können sich dann noch mal Stonecutter und vielleicht auch noch die zwei, die hier das anpflanzen, noch mal weiter antun hier. Kommen auf jeden Fall mit der Nahrung gut hin, das ist schon mal was. Nomaden. Nein. Kommt ein andermal wieder. Gerade habe ich keine Lust, euch zu nehmen. Wir wohnen jetzt hier direkt. Ein Forester. Aha, noch ein Forester, aber wir haben vier. Das heißt, da rennen echt ein paar Meter, paar Kilometer lang, wa? So, hier. Achso, da können wir da direkt gucken. Das ist ja... das? Achso. Die haben sich echt die nächsten Hütten da in der Nähe gesucht. Wir könnten... noch ein kleines Feld für die neuen Sachen gebrauchen. Mal 11. Na, 15 mal 11, komm. Was haben wir denn noch nicht? Cabbage und Squash. So. Ich glaube, der Hauptberuf unserer Party-People ist Farmer. Definitiv. Oh, der hat Schafe mit dabei. Brauchen wir aber nicht. Wir haben Schafe. Wir könnten sogar Schafe vertickern. So, was produzierst du jetzt im Jahr? Echt nur ein paar. Obwohl ihr jetzt schon sogar schon zu zweit seid. Aber das reicht, denke ich, auch erstmal für die ersten paar Leute. Für die Leute, die Kleidung brauchen, haben wir auf jeden Fall Kleidung da. Und ich glaube, wir haben mehr als genug Essen. Wie sehen denn unsere Lager aus? Fast voll, fast voll. Hälfte nicht mehr ansatzweise, alles klar. So. Ein Herdsman drin. Lassen die dann einfach sterben oder wie ist das? Also seitdem wir echt die Steinhäuser haben, brauchen die Leute kaum noch Feuerholz. Sterben die schon während die Kinder gebären? Okay, das ist übel. Das ist echt übel. Aber gut, Freunde,
Wir haben uns wieder ein Stück erweitert hier. Und damit würde ich sagen, wär's das wieder für heute. Denn wir, ja. Ach, da habe ich den Brunnen ja schon hingebaut. Okay. Und der Brunnen direkt am Wasser, das ist nicht so schlimm. Alles nicht so heikel. Ja, würde ich sagen, wir haben jetzt wieder ordentlich was erreicht in diesem Part. Oh, unsere Leute sind auch total glücklich. Das war auch super. Wunder hübsch. Also würde ich sagen, bis dahin, Freunde. Wir sehen uns. Ciao.